In der Nacht von 20. auf 21. November 1995 stirbt der 77-jährige Pensionist Alois Pichler. Zunächst schien nichts auffällig zu sein. Doch der Wahlneffe von Alois Pichler schöpft Verdacht, denn sein Onkel galt als sehr vital und noch dazu waren die Sparbücher des Pensionisten leergeräumt worden. Er wandte sich an die Polizei, die sofort die Lebensgefährtin des Toten ins Visier nahmen, Elfriede Blauensteiner. Achtung! In diesem Video werden Themen wie Mord und psychische Krankheiten behandelt. Der Inhalt kann für manche Menschen traumatisierend wirken. Die 65-jährige Elfriede Blaudensteiner war erst vor kurzem in Alois Pichlers Leben getreten. Der Pensionist lernte die Wienerin über folgendes Zeitungsinserat kennen. Suche einsamen Mann, der sich nach einer häuslichen Witwe sehnt. Nur wenige Wochen später verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Alois rapide, lag sogar im Krankenhaus. Nach seinem Tod ließ die trauernde Elfriede folgendes in der Zeitung drucken. Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade. Die Familie des Verstorbenen zeigte Elfriede Blauensteiner an und die Polizei zog den Gerichtsmediziner Christian Reiter herbei. Dieser stellte fest, dass Alois Pichler zwar an einer Reihe chronischer Krankheiten gelitten hat, aber dies hätte nicht unbedingt zu dessen Ableben führen müssen. Schließlich ließ er eine Reihe von chemischen Untersuchungen durchführen und konnte nachweisen, dass Alois Pichler eine 20-mal höhere Dosis als üblich von Anafranil, einem Antidepressivum, verabreicht bekommen hat. Mikroskopische Untersuchungen ergaben noch dazu, dass das Opfer sehr unterkühlt war. Die Polizisten wussten nun, dass es sich um einen Mordfall handelte. Doch während der Untersuchungen würden sie auf noch mehr Opfer Blauensteiners stoßen. Bevor die Beamten Elfriede Blaudensteiner festnahmen, stellten sie im Zuge ihrer Beobachtungen und Nachforschungen fest, dass es wahrscheinlich noch weitere Opfer gab. Ende der 80er Jahre starb Otto Reindl, während er in Elfriede Blaudensteiners Obhut war. Ihr zweiter Ehemann Rudolf Blaudensteiner starb am 10. August 1992 mit nur 52 Jahren. Im selben Jahr starb auch die Nachbarin von Elfriede Blaudensteiner, Franziska K., um die sie sich gekümmert hatte. Unter ihre Obhut kamen auch noch Erwin Niedermeyer und Friedrich Decker im Jahre 1995 ums Leben. Und nur wenig später Alois Pichler. Die Auswahl der Opfer sowie dessen Ermordung folgten stets demselben Muster. Nach Aussage der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosamind hatte Elfriede Blaudensteiner eine ausgeprägte soziale Intelligenz und verstand es, ihre Opfer abzuchecken. Es gehörte zu einer ihrer faszinierenden Fähigkeiten, muss man sagen, alle, die mit ihr gesprochen haben, letztlich an der Nase auch herumzuführen, denn sie hat jedem was anderes erzählt. Beziehungsweise bei konkreten Fragen hat sie von interessanten Dingen am Rande angefangen zu erzählen und hat so den Untersuchenden verleitet, auf ein ganz anderes Thema zu kommen. Meist lernte Blaudensteiner ihre Opfer über Kontaktanzeigen kennen, wo sie gezielt nach wohlhabenden und pflegebedürftigen Personen suchte. Sie kümmerte sich nach außen hin aufopfernd um diese, ließ aber insgeheim von ihrem Anwalt deren Testamente fälschen und ließ sich deren Liegenschaften sowie Besitz überschreiben.
Zu Tode kamen Blauensteiners Opfer ähnlich. Sie mischte große Mengen Euglucon, ein blutzuckersenkendes Medikament, und Anafranil, ein Antidepressivum, in die Nahrung. Nachdem ihre Opfer bewusstlos waren, öffnete Blauensteiner die Fenster, legte ihnen eiskalte Handtücher auf und ließ sie erfrieren bzw. provozierte eine Lungenentzündung. Kurz bevor diese starben, ließ sie den Notdienst kommen, doch zumeist trat der Tod im Krankenhaus ein. Christian Reiter, jener Gerichtsmediziner, dessen Gutachten Blauensteiner als Serienmörderin überführte, sagte zu ihrem Vorgehen bei den Morden: Elfriede Blauensteiner war ein genialer Teufel. Sie hat von einem bestimmten Teilbereich der Medizin mehr verstanden als so mancher Arzt. Nämlich, wie man Leute mit Arzneimitteln vergiftet, ohne dass es offensichtlich wird. Sie hat die Mengen so dosiert, dass sie dadurch krank geworden, aber nicht unmittelbar an der Vergiftung gestorben sind. Gestorben sind sie an den Folgen, etwa an einer Lungenentzündung. Das Gift war dafür aber natürlich kausal. Bei der Exhumierung ihrer möglichen anderen Opfer im Jahr 2000 konnte man schließlich die Spuren der Medikamente in den sterblichen Überresten nachweisen. So mischte Blaudensteiner Friedrich D. kontinuierlich Euglucon ins Essen, der durch die permanente Unterzuckerung dement wurde. Franziska K., die nicht zuckerkrank war, erhielt das blutzuckersenkende Medikament in Übermengen. Jedoch bekam diese durch die Unterzuckerung einen Heißhunger auf Schokolade und sie wurde nach dem Aufbrauch ihres Vorrats von Blaudensteiner vermutlich unerwartet überdosiert. Franziska K. starb innerhalb von wenigen Stunden an der schweren Unterzuckerung, wodurch der Giftnachweis im Körper der Toten letztlich nachweisbar war. Am 11. Januar 1996 wird Elfriede Blauensteiner verhaftet. Nach Aussage der Polizei hatte sie sich nur kooperativ gezeigt, wenn es seitens der Ermittlungen klare Beweise gab. Na, Anafranil habe ich genommen, nachdem mein Mann gestorben ist und ich nervlich kaputt war. Ich habe schon lange keine Anafranil mehr. Aber denn wenn ich es nicht mehr brauche, entsorge ich es. Sie geben es. Das sagen Sie. Sehen Sie, dafür will ich Sie nicht, weil Sie Vorlauf sind. Vor Gericht widerrief sie ihre Geständnisse. Zunächst wurde sie nur für den Mord an Alois Pichler angeklagt und dafür am 7. März 1997 schuldig gesprochen. Ihr ehemaliger Rechtsbeistand, Harald A. Schmidt, wurde wegen Beihilfe zum Mord freigesprochen, aber bekam 7 Jahre wegen versuchten schweren Betrugs, falscher Testamentslegung und wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Nach der Exhumierung und Obduktion weiterer Opfer wurde Elfriede Blauensteiner 2001 erneut angeklagt und in 2 weiteren Fällen wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Besondere mediale Aufmerksamkeit erlangte sie durch ihre Gerichtsauftritte, in denen sie teilweise die Schuld von sich wies und einmal sogar mit einem goldenen Kruzifix auftrat und das Neue Testament zitierte. Doch wer war Elfriede Blauensteiner und was motivierte sie zu diesen Morden? Elfriede Blauensteiner wurde am 22. Jänner 1931 in Wien geboren. Ihr Vater war im Zweiten Weltkrieg gefallen und sie teilte sich mit 6 Geschwistern im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten ein Zimmer. Die erste finanzierbare Fluchtmöglichkeit aus der traurigen Familiensituation führte in die Ehe. Der einzige Mann, den sie jemals liebte, ließ sich nach der Geburt der gemeinsamen Tochter von ihr scheiden. In ihren Vernehmungen erklärte sie, dass sie im Zusammenhang mit Männern stets schwere Enttäuschungen erlebt hatte und sich das schließlich zu einem extremen Männerhass entwickelte. Aus einfachen Verhältnissen stammend spielte Habgier ebenso ein Motiv. Noch dazu litt Elfriede Blaudenstein an einer Spielsucht. Alleine im Casino verspielte sie 15 Millionen Schilling. Die Motive waren somit klar: Armut und Männer. Inhaftiert war Elfriede Blaudensteiner in der Justizanstalt Schwarzau, wo sie am 16. November 2003 mit 72 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors starb. 2016 wurde ihr Grab aufgelassen.
Hallo! Seid ihr alle wieder da? Warum haben Sie das gemacht? Interviews! Interviews! Sagen Sie mir was über mich. Ich fühle sich als Mörder. Der wieder durch? Nein! Drehen Sie sich bitte um. Warum? Weil ich niemandem alle habe. Wie die Polizei bekannt gab, annoncierte Elfriede Blauensteiner nur kurz nach dem Tod ihres letzten Opfers erneut in der Zeitung, auf der Suche nach weiteren möglichen Opfern. Durch den Verdacht von Alois Pichlers Neffen, das Gutachten des Gerichtsmediziners und hartnäckige Ermittlungen konnten wahrscheinlich noch weitere Tode verhindert werden.